Sprich die Wahrheit, aber lüge hier nicht. Sag einfach die Wahrheit. Weil das Ding ist, seit ich mein TikTok hier, seit ich hier mein TikTok gestartet habe, ja, ich habe kein einziges Mal gelogen, Banti. Und ich sag dir ganz ehrlich, nicht mal einmal habe ich gelogen, seit ich mein TikTok hier gestartet habe. Nicht mal einmal. Ich habe über schöne Dinge des Lebens gesprochen. Ich habe über Gott gesprochen, ich habe über Fitness gesprochen, egal über was ich gesprochen habe. Ich habe kein einziges Mal gelogen. Wenn die Leute mich gefragt haben, was machst du beruflich, habe ich kein einziges Mal gelogen. Weißt du, was ich meine? Man muss die Wahrheit aussprechen. Und ich habe gemerkt hier in TikTok, 90% der Leute hier drinnen, die lügen, die sind nur auf Lügen hinaus. Die lügen nur, eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Man muss die Wahrheit sprechen. Guck mal, wenn du schon über Gott sprichst, dann sprech die Wahrheit. Shalom, TC. Shalom, Bruder. Shalom, Shalom. Ghost, Dankeschön. 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 Liebe geht raus. Man muss einfach nur ehrlich sein, ist okay. Ne? Bei TikTok sind 99,9. Ja, dann alle sind Lügner. Ich bin der Ehrliche. Nee. Spaß beiseite. Nee, man muss ehrlich sein. Man muss ehrlich sein. Man muss ehrlich sein. So, jemand hat eine sportliche Frage, den holen wir hoch. Ich hole jetzt mal ein paar Leute hoch. OG. Dann holen wir mal kurz gelöscht rein und dann gehen wir eins nach dem anderen durch. Ne? Und dann. Hallo? Servus, Mr. Gelöscht. Wie geht's dir? Gut, und dir? Auch gut, auch gut. Du hast eine sportliche Frage. Stell sie mir. Du kannst mir jede sportliche Frage stellen. Okay, also und zwar mache ich Kampfsport Okay. und ich wollte so fragen, also ob ich mit Testo, also das ist eine ernst gemeinte Frage, jetzt kein Spaß, also ob ich mit Testo Sag aber ankommen bitte soll. TikTok sportlich dabei. TikTok sportlich. Okay. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie viel Muskeln aufbauen, aber so ich weiß, dass Testo viele Wirkungen hat, die zum Beispiel beim Kampfsport auch viel zu nutzen haben. Also ob Okay. das, ob TikTok sportlich, ob sowas gut ist, wenn man sowas machen würde. Bin auch 18. Okay. Du bist 18? Ja. Okay, dann hörst du mir jetzt gut zu, ja? Also ich bin seit 10 Jahren im Sportbereich und ich habe eigentlich im Sport wirklich sehr, sehr viel gemacht. Und ich gebe dir einen Tipp von einem Erwachsenen wie mich, okay? Ich bin jetzt 30 und du kannst auch nur von jemandem lernen, der auch Ahnung hat, der darüber spricht, okay? Und ich sage dir aus meiner 10-jährigen Erfahrung, okay? Ich empfehle dir dieses Mittel nicht. Warum? Du bist erst 18. Du bist noch nicht ausgewachsen. So, wenn du das machen möchtest, dann mach das, wenn du im Profibereich bist, dann mach das. Das ist alles gar kein Problem. Wenn du das aber hobbymäßig nur nehmen willst und beweisen möchtest, dass du auf der Straße cool bist und so, lass die Finger davon, das wird dir nicht viel bringen. Okay, so. Die zweite Sache ist, wenn du das im sportlichen Bereich machen möchtest, dann warte ab, bis du 24 bist. Dann kannst du damit starten, weil dein Körper ist ausgewachsen, dann kannst du es machen. Es ist keine Empfehlung, ich sage nur, du kannst es machen, wenn du möchtest mit 24. Ist aber keine Empfehlung. Ich empfehle es nicht. Aber mit 24 ist kein Problem, mach das. Das ist gar kein Problem. Keine Empfehlung. Aber. Dennoch, wenn du es nur im richtigen Kampfsportbereich machst und wo du sagst, es ist für dich ein Nutzen. Was das Zeug bringt, ja, es verleiht dir Power ohne Ende, wenn die Ernährung natürlich passt, ja. Du hast brutal Power bis zum geht nicht mehr, wenn du es richtig anwendest, gar keine Frage. Ist aber wie gesagt keine Empfehlung von mir, okay? Aber du bist jetzt 18, denk jetzt gar nicht dran, ernähre dich erstmal normal, mach deinen Sport, geh zum Studio, trainiere, bau normal Muskeln auf. Du hast jetzt in deinen jungen Jahren enorm viel Sprit in dir, das reicht. Okay, perfekt, danke. Frage ist beantwortet. Okay, also wenn du mit jemandem über Sport reden möchtest, dann kannst du jederzeit zu mir kommen. Ich habe das komplette Wissen, weil ich mache das seit 10 Jahren. Ich war schon auf der Bühne. Ich habe, wie gesagt, baden-württembergischer Meister war ich schon im Classic Bodybuilding-Bereich. Ich weiß, von was ich spreche. Deswegen, wie gesagt, du kannst mir jede Frage stellen, das ist gar kein Problem. Ich kenne jede Antwort. Also im sportlichen Bereich zumindest. Was Bodybuilding, Fitness angeht, kenne ich mich sehr, sehr gut damit aus. Perfekt. Falls ich eine Frage habe, dann komme ich da einfach wieder in Live irgendwann und stelle sie dir. Also da hat jemand geschrieben, macht langsam und du hast keine Ausdauer. Das ist eine große Lüge. Also
durch, sagen wir mal, Ernährungsergänzungsmittel, ich werde jetzt den Namen nicht nennen, hast du Power, das geht nicht mehr, du fühlst dich wie ein Hulk, du fühlst dich wie ein Superman, du denkst, du bist der zweite, was weiß ich was, sonstige jemand, also derjenige, der das hier reingeschrieben hat, der ist ein Lügner, das stimmt nicht. Das macht nicht langsam, es macht nicht schwach, das ist totaler Bullshit. Ganz einfach, ne? So, auf jeden Fall, Mister gelöscht. Wie gesagt, ich empfehle es dir jetzt nicht. Du bist zu jung dafür. Warte einfach ein paar Jahre und dann, wie gesagt, das ist immer noch deine Entscheidung, ob du es machen möchtest. Wie gesagt, aber ich empfehle es dir jetzt noch nicht. Okay, schönen Abend noch. Wünsche ich dir auch, mein Lieber. Wünsche ich dir auch. Also, gut, das war doch mal eine gute Empfehlung, ne? Es war doch mal ein schönes Gespräch hier mit den Jungen, ne? Ja, so, Koran auf Deutsch. Ich weiß nicht, was der jetzt will, aber jetzt holen wir den mal hoch. Fragen wir den mal, was der will. So. Shalom, grüß dich, Bro. Alles Shalom. gut? Shalom, Shalom, Mister, wie heißt du nochmal? Koran auf Deutsch, okay. Ja, Genau, mein richtig. Lieber, was kann ich denn für dich tun? Ich wollte nur fragen, wie definierst du einen Lügner? Also nicht eine Lüge, sondern einen Lügner, der ein unehrlicher Mensch. In welchem Bereich bewegst du dich gerade? Lügen in welcher Richtung? Also du meintest ja, du begegnest voll viele Lügner hier im TikTok, die halt über die Religion lügen und so. Eine Und Frage. wie? Wie alt Ja. bist du? Ich bin 39. Du bist 39. Ja. Okay. Alright. Okay, go on. Ich höre dir zu. Ja, und ich wollte halt nur wissen, so wie du das definieren kannst, ob ein Mensch wirklich an sich ein Lügner ist oder ob er vielleicht Fehlinformationen bekommen hat, davon ausgeht, dass das richtig ist und das so weitergibt. Weißt du, Für wie ich mich ist meine? ein Lügner, für mich ist ein Lügner, wenn man ein Buch aufschlägt, okay, wir schlagen jetzt hier den Schlachter auf, wir legen das Buch hin und wir lesen zusammen. Und während wir zusammen lesen und er aber was anderes zitiert, obwohl ich aber den Text verstanden habe und sage, hey, da steht doch drauf, dies, dies und das, und er aber weiterhin lügt, das ist für mich ein Lügner. Obwohl er die Wahrheit kennt, aber trotzdem die Wahrheit nicht sehen möchte, sondern er lügt weiter. Das ist für mich ein Lügner. Okay, ich sehe immer diesem Phänomen, das ist jetzt in jeder Religion so, jeder interpretiert eine Sache irgendwie anders so. Die nehmen Verse oder irgendwie Texte. Der eine sagt, damit ist das gemeint, der andere sagt, nein, damit ist das gemeint. Also irgendwie deuten die das so irgendwie anders. Manche gehen da nach Gelüsten, ne? Aber manche sind auch so wahrhaftig. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt für dich sagen würde, Jesus ist nicht Gott, Jesus ist auch nicht Gottes Sohn, Aber sondern es hat Jesus ist nichts ein mit Prophet. Interpretation zu tun. Nein, nee, aber was ich meine ist, ich kann ja eine andere Information geben, aber ich bin ja darin ehrlich, weil ich ja davon so überzeugt bin. Das meine ich. Weißt du, wie Okay, ich das meine, aber, Bro? worauf möchtest du denn hinaus? Also ich merke, du bist sehr respektvoll, das finde ich sehr gut, du bist willkommen hier, ist gar kein Problem, ich biete ja jedem diese Plattform. Ja, okay, go on, I'm listening, I'm listening. Weil ich sehe oft, dass Menschen auch so in TikTok so fertig gemacht werden, nur weil die halt was falsch gesagt haben, wirklich. Vielleicht war das echt nicht richtig oder nicht die Wahrheit, aber die werden dann auseinander direkt genommen. Vielleicht hat er das ja wirklich so gehört oder ge gelernt. Vielleicht ist er ja Aber eigentlich man sollte ja nicht hören, man sollte es lesen. Und wenn man es gelesen hat, dann weiß man es ja. Du hast es gerade selber bestätigt jetzt. Hören bringt nichts. Lesen. oder So. lesen. Okay, ich korrigiere mich. Oder lesen, genau. Genau. Also er hat so gelesen. This is simple to understand. Wenn die Leute zu dir sagen, hey, ich habe gehört, das ist schon gelogen. Warum? Lies es selber. Les und verstehen. Lesen und verstehen. Ja, das ist Weißt du, was sehr ich meine? wichtig. Also man muss ja sowieso immer nach der Wahrheit suchen. Und ich meine, Gott kennt ja die Herzen, Gott kennt die Brüste. Man kann den Menschen viel Show abziehen, aber Gott kann niemand belügen, ne? So Deswegen, sieht's. bin ich voll bei dir, was du sagst. Also wenn man, vor allem wenn es um Gott geht oder die Religion, sollte ein Mensch immer wahrhaftig sein und nicht Angst haben, so sich zu zeigen, wie er überzeugt ist oder glaubt. Nur, was ich mir halt so wünschte, allgemein in TikTok, ist so, dass die Menschen miteinander so ein bisschen rücksichtsvoller, weil ich sehe oft, also das ist jetzt nicht gegen dich gerichtet, ne? Du bist auch sehr respektvoll. Natürlich, Aber natürlich. ich appelliere darauf, dass man nicht so diesen Schubladendenken hat. So, der ist Christ, den stecke ich in diese Schublade, der ist Muslim, den tue ich da rein, der ist ungläubig, den tue ich da rein, sondern ich vermisse diese Menschlichkeit bei TikTok manchmal. Also man wird sehr schnell auseinandergenommen, merke ich. Also ich finde, guck mal, ich weiß nicht, wie lange du das verfolgst.
Egal, wenn ich hier hochhole, ich bin sehr respektvoll, aber wenn angefangen wird zu lügen, ich bin sehr allergisch drauf. Ich reagiere sehr allergisch drauf, weil seit ich diesen Channel hier angefangen habe, ich habe kein einziges Mal gelogen, kein einziges Mal. Maschallah, gut, Bruder, mach weiter so. Ich mag ehrliche Menschen, was soll ich sagen? Ja, es ist so, weil deswegen, guck mal, ich sag immer, ich sag's nicht immer zum Beginn, aber ich sag den Leuten, bitte sei vorsichtig, was du sagst, weil wenn du etwas sagst, was nicht der Wahrheit entspricht, ich reagiere sehr allergisch drauf. Also ich bin sehr allergisch gegen Lügen, vor allem wenn es um den Glaube geht, ne? Wenn es um den Glaube geht oder wenn man über Gott spricht und da wird gelogen, da hört's bei mir auf. Dann sage ich, okay, nein. Bro, you are lying. Weil da hört es schon auf. Dann sage ich, okay, das geht nicht. Ja, verstehe, was du meinst. Ja, ich Genau. weiß, was du meinst. Ja, gibt's ja auch so. Also, man muss sich selber halt fragen, ne? So, mache ich das jetzt für Gott oder mache ich das für Menschen, damit die mich cool finden oder hier ich so gut rede oder die mich feiern oder Fame bekomme? Das muss jeder sich selber reflektieren, ne? Und wenn man eine Sache für Allah, also ich sag Allah, macht, dann wird Allah auch inshallah so segnen und unterstützen. Egal, was die Menschen denken, die Menschen können auch einen bejubeln oder sagen, runter mit dem oder fertig Biggie. machen. Ja. Die Absicht ist halt sehr wichtig, ne? Also nicht die Erfolge, die man erzielt, sondern mit was für ein Dings man geht, mit was für ein Absicht man geht. Ich gebe dir Beispiel, du gehst für Allah oder für Gott. Die Menschen zu Gott rufen, aber du erzielst augenscheinlich überhaupt keine Erfolge. Trotzdem bist du unter den Erfolgreichen für mich, weil du ja für Gott das weitermachst, geduldig Genau. ausharrst. Genau. Der Weg Woher dazu. kommt dieses Entspannte? Weil du bist sehr entspannt, aber du bist Moslem, gehe ich mal davon aus. Genau, richtig. Alhamdulillah, ich bin Okay, das ist Moslem. krass. Du bist sehr respektvoll. Komisch, sehr komisch. Also ich finde das krass. Nicht alle sind so respektvoll, bin ich ehrlich zu dir. Ja, wir sind alle Geschöpfe Gottes, ne? So, und deswegen Genau. muss man ja jeden respektieren, egal ob er gläubig ist oder ungläubig ist. Solange der Gegenüber auch Respekt hat, bin ich auch respektvoll. Wenn er keinen Respekt hat, dann gehe ich wieder runter so. Aber ich versuche nicht auf die gleiche Niveau dann zu gehen, ne? Ich bemühe Danke, mich. Ich bin Lautenkopf. Nee, gebe ich dir vollkommen recht. Gebe ich dir vollkommen recht. Nee, ich finde, du bist sehr entspannt und du bist jederzeit. Dankeschön, Lockenkopf. Oh, Fuchs, Fuchs. Love goes out. Liebe geht raus. Hey, ich sage euch, Leute, sorry kurz. Ich sage euch, Leute, ihr seid wirklich die beste Community, weil durch euch haben wir das hier geschafft, Leute. Durch euch haben wir das hier geschafft. Deswegen, wie gesagt, aber heute ist ja keiner von euch da. Milena, warum kommt keiner von euch hoch? Oh, Mickey Montana, Dollar in the House, Dollar in the House. Dankeschön, Leute, Dankeschön, Leute, wirklich. Die Vielen, vielen Dank. Aussage ist schon ein bisschen krass. Ja, der Koran hat gar keine Nächstenliebe. Er soll das uns zeigen, so. Keine Ahnung, ob du den Koran Guck mal, gelesen hast, Milena. weißt du, warum die Leute das sagen? Ich werde dir das erklären. Milena, erstmal Gottes Segen, wie geht's dir, Schwester? Hey, Gottes Segen, alle zusammen, Flexer. Ja. Hi, weil er sagt Nächstenliebe, kann er uns denn bitte aus dem Koran beweisen, wo es denn die Nächstenliebe gibt? Gib bitte mit Vers, exakten Vers, wo steht Nächstenliebe? Also Dazu Nächstenliebe kommen ist für mich zum Beispiel. wir gleich. Dazu kommen wir gleich. Aber der Bruder ist wirklich sehr, sehr respektvoll, Milena. Dem Ja, brauchen wir gar nicht. Dem müssen das wir habe ich nicht angreifen. mitbekommen. Ja, der ist wirklich respektvoll, wirklich sehr, sehr respektvoll. Ich möchte nur dem Bruder sagen, ich respektiere ihn so, wie er ist, und er ist in dieser Community als Moslem sehr herzlich willkommen. Und Dankeschön. vor allem, er ist übrigens 39, Milena, ne? Ja, sehr schön. Ja, wobei ich immer sage, Alter hat ja nichts damit zu tun. Aber ich respektiere ihn auch als Menschen. Ich sehe auch, er ist sehr, sehr nett. Ja, Nur genau. wenn er halt eben sagt, aber ich sag halt immer, Fakten interessieren keine Gefühle. Ich will Fakten und nicht nettes Blabla. Das ist nicht böse gemeint, aber ich bin immer eine, die auf Fakten basiert geht, auf Quellen. Und er soll uns halt dann nur bitte zeigen, wo es im Koran steht, Nächstenliebe. Und er soll uns dann aber auch gleichzeitig erklären, was Kafirs bedeutet. Weil es gibt ja auch im Koran die Sure 111, glaube ich, Kafirun, was das dann bedeutet. Dankeschön.
Ja, ich versuche Ja. dann mal, also, aber ich bin kein Maßstab, ne? Kann sein, dass ich vielleicht Fehler mache oder so, dann muss man das jetzt nicht so direkt so anprangern. Aber ich sag mal so, Nächstenliebe im Koran kommt sehr oft vor, wie zum Beispiel auch dieser Vers, wo Allah sagt, und wenn ihr seht, dass ein Elternteil oder beide alt geworden sind, dann sagt nicht mal Uff oder Pui zu denen, so, sondern macht eure Flügel der Barmherzigkeit für sie auf und seid gut zu denen. Das ist zum Beispiel Nächstenliebe zu den Eltern. Damit beginne ich. Und dann gibt es ja auch andere Verse, wo Allah sagt, seid zu den Reisenden gut, seid zu den Armen gut, zu den Bedürftigen, zu den Waisenkindern. Das ist alles für mich Nächstenliebe. Also da muss nicht wortwörtlich Nächstenliebe vorkommen, aber wenn Allah das von mir gebietet, dann nehme ich das als eine Nächstenliebe wahr. Also, dass ich zu den Mitmenschen gut sein soll, ne? So der Sache mit Kuffar, also Käfisch, da redet Allah auch nicht so, pauschalisiert er das nicht. Der redet dann nicht über alle Ungläubige, sondern über verschiedene Klassen von Ungläubigen. Weil es gibt auch Verse, wo Allah zum Beispiel sagt, Allah verbietet euch nicht, gütig zu Ungläubigen sein, die auch so zu euch gütig sind oder korrekt sind. Das verbietet Allah nicht, sagt er in einem Vers. Aber in einem anderen Vers sagt Allah, Warte mal, kannst du mir den Vers bitte nennen? Den kenne ich nämlich nicht. Kannst du mir den Vers nennen? welche meinst du genau? Mit den Wo du sagst, Reisenden und Allah Armen? verbietet nicht zu den Ungläubigen gütig zu sein. Den würde ich gern wissen, den Vers. Also ich mag immer gern Okay. Verse. Okay, ja, die habe ich leider jetzt nicht auswendig im Kopf. Vielleicht kann das jemand ich glaube, Liebe zum Hadith hat das gepostet. 60:8, kann Sure das sein? 60, Vers 8. Sure 60, Vers 8. Ist aber komplett in Kontradiktion zur Sure 9, 5, 8, 12 und zur Sure 9, 29. Aber gut, dann widerspricht sich der Koran. Aber ich schaue mir mal die Sure schnell an. Was hat er gesagt? Nein, ich meinte hier, es kommt immer auch darauf an, über welche Ungläubige Allah redet, weil man kann nicht alle Ungläubige in einen Kamm scheren, man kann nicht alle in eine Schublade reinstecken. Wenn zum Beispiel Ungläubige da sind, die bewusst Allah und seine Religion bekämpfen oder hart gegenüber die Gläubigen sind, dann befiehlt Allah auch, seid auch dann auch, die Gläubigen sind untereinander friedlich und gut, barmherzig und zu den Ungläubigen sind sie hart, sagt Allah. Aber welche Ungläubige meint Allah? Das muss man ja immer im Kontext sehen. Ja, genau, das würde ich gern von dir wissen. Welche meint er denn, welche Ungläubigen? Die, die Allah und seinen Gesandten bekämpfen, also bewusst bekämpfen. Okay, und wer hat denn Allah und seinen Gesandten? Also ich meine, wenn ich als Schöpfer, Allah hat mich als, also Allah ist der Schöpfer, er hat mich gemacht. Kann denn jemand, der mich macht, also ich bin Gott, kann denn jemand, irgendjemand Gott bekämpfen? Ist das nicht ein bisschen eine komische Ansicht, Gott bekämpfen? Niemand kann Gott bekämpfen. Ja, Das ist ja in dem Sinne nicht, eigentlich kann niemand also, Gott bekämpfen. nein, Nee, das weil ist ja Gott in ist dem doch Sinne, allmächtig. man kann ja aber seine Wahrheit oder seinen Weg oder seine Religion bekämpfen. Das kann ja keiner absprechen, oder? Gegen Allah kommt sowieso keiner an. Also gegen Gott kommt Ja. gar keiner an. Aber man kann Ja. ja seinen Offenbarung oder sein Regelwerk bekämpfen, indem man dagegen schlecht redet, indem man, wisst ihr, wie ich meine? Oder indem man versucht, das so wegzumachen. Jesus Christus wurde ja auch bekämpft in seiner Zeit. Also Ja, die haben ja auch klar. versucht, den Mund groß zu machen. Ganz Das kurz, ist schon ich muss klar. euch für eine Sekunde kurz unterbrechen. Leute, guck mal, wir sind so lange hier und wir haben 24.000 Likes. Ist das nicht ein bisschen traurig, Leute? Tippt mal, dass wir mal auf die 40.000 Likes kommen. Ich stumm jetzt die Kommentare wegen euch, Leute. Ihr macht mich ja traurig, ey. Kommt schon, Leute, tippen. Also, hallo, jetzt könnt ihr weiterreden. Koran, ich habe dich schon sehr, sehr gut verstanden. Die Frage, die sich mir allerdings immer stellt, wieso braucht Allah Menschen, um andere, die Kuffars, unalive zu machen? Ich kann das andere Wort nicht verwenden, sonst werden wir gesperrt. Ich meine, ist denn Allah wirklich so schwach, dass er dazu Menschen braucht, wie in Sure 9,5 oder 9,29, andere Menschen, die nicht an Allah glauben oder gegen ihn vorgehen, unalive zu machen, das hat Jesus Christus nicht gebraucht. Okay, die Frage ist sehr gut. Die Sache ist, Allah ist sich ja selber genüge, das sagt er auch selber. Er ist auf niemanden angewiesen. Selbst wenn alle Menschen nicht an ihn glauben würden, so würde das an seiner Allmacht nichts schmälern.
und aber auch umgekehrt. Wenn alle an ihn glauben, würde er dadurch nicht mächtiger werden. Die Sachen, was Allah sagt mit Bekämpfung, dies, das ist ja für die Menschen, also als Prüfung, wie die Menschen in gewisse Situationen oder die Gläubige, sage ich mal, umgehen sollen. Also Allah erklärt nur, wenn ihr seht, dass Allah und seine Religion bekämpft wird, dann handelt so. Wenn Allah dazu nichts sagt, dann wären ja die Gläubigen in jedem Falle immer passiv, sage ich mal. Und dann könnte man ja quasi auch die Gläubigen auslöschen, ne? Weil dann hat Allah kein Regelwerk gesandt oder gesagt und wir stehen da einfach so rum und dann machen wir gar nichts. Das will ja Allah auch nicht. Das Leben ist ja eine Prüfung, aber Allah sagt selber auch, dass er halt die Kriegstreiber oder die Streitstifter nicht liebt, nicht mag. Also man soll auch nie einen Krieg anfangen, aber man darf sich verteidigen. Okay, wo steht das, dass man keinen Krieg anfangen darf oder so? Kannst du mir da die Quelle nennen? Da gibt es ja diese eine bekannte Vers, wo Allah sagt, und bringt sie um, wo immer ihr sie auch findet und verfolgt sie dort, wo sie euch verfolgt haben. Und dann kommt ja in dem nächsten Vers, im nächsten Vers sagt Allah, aber wenn sie aufhören oder Einhalt gebieten, so hört auch auf, denn Allah mag das Blutvergießen nicht. Also da kommt das vor, dass Allah explizit sagt, dass er das nicht mag, diese Krieg. Also erst befiehlt es, aber danach mag er es nicht. Nein, er sagt ja, verfolgt sie dort, wo sie euch verfolgen. Bekämpft sie dort, aha, wo sie euch bekämpfen, bringt sie dort um, wo sie euch umbringen. Aber ja, wenn sie aufhören, dann hört, dann kommt ja dieser Aber, wenn sie aufhören, dann hört auch auf, denn Allah mag sowas nicht. Aber Allah verbietet auch nicht diese Auge um Auge mäßige. Verbietet er auch nicht. Okay, kannst du uns dann nur anhand von der Sirat Rasulullah Mohammed sagen, wo genau Mohammed angegriffen worden ist, von wem er genau angegriffen worden ist, der Mohammed, dass er sich verteidigen musste? Weil Mohammed hat ja über 60 Kriege geführt. Also wie viele Kriege er wirklich geführt hat? Doch. Er hat viele Kriege geführt, Angriffskriege, sehr viele. Wow, okay. Weil weiß ich halt nicht so alle auswendig, aber da ging es halt immer, zum Beispiel bei Badr war ja so gewesen, dass die Hab und Gut der Muslime transportiert worden sind. Also quasi hat jemand sich deiner Sachen ermächtigt, dann kannst du das ja verteidigen, ne? Sei es deine Familie, Verwandte, dann kannst du ja auch ins Offensive gehen und das wieder so an dich nehmen. Oder ist das falsch? Sagen wir mal, ich komme zu dir, plündere dich aus und will weggehen, so mit meinem Schar oder mit Gruppe. Würdest du dann einfach sagen, so ist okay, oder würdest du dich dann verteidigen? Auch wenn du ins Offensive gehst, uns verfolgst. Naja, sag mal so, ich würde mich verteidigen, aber die Frage ist ja, bei Banu Nadr, also diese Schlacht da, da hat ja Mohammed Safia, die Frau Safia genommen, das weißt du ja, ne? Also geht das um die Juden da in Medina, dieser Krieg, meinst du? Nee, dieser in Banu Nadir, was du gerade sagst. Was war denn da genau los in Banu Nadir? Was war denn da der Hintergrund? Ich habe über Bedir geredet, Bedir, aber Banu Nadir. Und ich glaube, das war halt eine interne Sache. Da gab es einen Vertrag zwischen den Juden und den Muslimen, aber die Juden haben sich halt nicht an diesen Vertrag gehalten, weil es augenscheinlich so aussieht, als ob die Götzendiener gewinnen würden. Dann haben die halt so aufgemacht, die Tore quasi für sie. Und dadurch haben sie ja diesen Eid gebrochen. Und danach gab es auch keinen Friedensvertrag mehr. Und dann war das halt auch nichtig gewesen. Weil Allah sagt ja, wenn ihr ein Eid eingeht, egal mit wem, haltet die Eide ein. Okay. Bitte? Wie viele Likes haben wir überhaupt? Wir haben jetzt 35.000. Ah, okay. Koran, das ist alles richtig, was du sagst. Die einzige Frage, was sich mir halt stellt, warum ist das immer nur bei Mohammed passiert, dem letzten Propheten, der Siegel des Propheten, und nicht jetzt bei Jesus Christus? Warum also, hat Jesus Christus nicht solche Kämpfe gehabt? Soweit ich weiß, gab es auch andere Propheten, steht auch im Koran, die so Kriege geführt haben. Auch im Bakara-Sura lese ich das, oder auch Moses hat ja Kriege geführt. Das ist ja halt, jeder hat ja eine andere Mission gehabt, ne? Jesus hatte eine ganz andere Aufgabe. Jeder Prophet ist ja mit was, also in dem Sinne mit dem Gleichen gekommen. Ja, sie haben immer alle zu Gott gerufen, aber sie hatten ja andere Missionen. Ich muss nur kurz unterbrechen. Krieger des Lichts hat geschrieben, Flex, du holst mich nie hoch. Ich muss es jedem recht machen. Okay, jetzt kannst du weiter. Ja, also zum Beispiel Zakaria oder ich weiß nicht, ihr kennt bestimmt, wen ich meine. Seine Mission war es ja, für Maria da zu sein.
also wo sie aufwächst, für sie da zu sein, sie zu betreuen. Also jeder Gesandte oder Prophet hatte irgendwie seine Aufgabe gehabt und Mohammed hat halt auch so dann Kriege halt geführt. Aber man muss halt schauen, hat er die Kriege wirklich geführt um Begierde, Ego oder Macht oder hat er das um Gottes Willen getan? Da muss man halt fair sein, weil zum Beispiel, wenn Leute kommen mit Bibelverse, ne, oder Tora-Verse, so die halt so brutal anhören, da bin ich auch fair zu sagen, man muss den Kontext verstehen. Was meint Gott denn da? Weil ich glaube ja an die Tora. Ich glaube ja auch an das Evangelium. Ja, ja, klar, der Koran bestätigt ja auch die Tora und das Evangelium. Ich möchte das, genau. Das Wort gerne an Krieger des Lichts, ich glaube, erwartet. Gottes Segen, Krieger des Lichts. Hallo. Gottes Segen, Milena und alle anderen. Auf jeden Fall wollte ich sagen, das war kein Friedensvertrag, das war einfach nur ein Waffenstillstand. Und der ganz kurz, der Krieger, Angriff Krieger des Lichts, warte kurz. Ja. Warte kurz. Ja. Lies ja. es doch. Du sollst erstmal deine Instagram-Nachricht lesen und nicht die ganze Zeit posten und posten, sondern du sollst lesen oder abhören, was ich dir geschickt habe. So, sonst muss ich dich jedes Mal stumm. Jetzt kannst du weiterlesen. Weiterreden. Sorry. Und das. Also, das, warte, soweit ich weiß, hatten die Muslime. War schon Mohammed schon längst weg. Das war nur eine Racheaktion von. Was? Der Kamelschlacht. Du meinst die Kamelschlacht, oder? Nicht Kamelschlacht. Kamelschlacht kam ja erst nach dem Ableben des Propheten. Ich meine diese Schlacht, wo halt Mohammed gegen die Juden dann was unternommen hat. Da hatten die ja ein Bündnis miteinander, ein Bund. Das war nicht nur einfach Waffenstillstand, sondern dass die gesagt haben, versprochen haben, dass sie sich gegenseitig bei Leib und Gut beschützen würden. Das war so ein Vertrag gewesen. Steht auch, soweit ich weiß, okay, so im Koran drin. Okay, wenn es ein Friedenvertrag war, wer hat ihn gebrochen? Die Juden. Sag jetzt bloß also, nicht. Na, doch, die Juden. Also, also dieser Stamm hat dann diesen Vertrag einfach ignoriert. Die haben dann halt einfach sich daran nicht gehalten. Ich bitte dich. Ich bitte dich. Du bist manchmal weg, Bro, ne? Ich höre dich manchmal nicht. Du bist ich jetzt weiß nicht, leise. Ob die, zum Beispiel der Pakt von Omer, der war menschenverachtigste. Dein Internet ist, glaube ich, schwach, ne? Was? Okay, hörst du? Warte mal. Hört die ihn eigentlich oder so, hörst du? Hörst du mich bestimmt, oder? Ich höre ihn. Ah, okay, jetzt. Hörst du mich jetzt? Ja, jetzt höre ich hörst dich. Du? Ja, jetzt höre ich dich. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das mit Absicht macht oder ihr wollt es einfach nicht wissen. Was genau meinst du? Wenn ihr doch die Geschichte vom Islam, ja, die Geschichte vom Islam, wie der entstanden ist und wie er Kriege geführt hat. Er hat über 63 Kriege geführt, Angriffskriege, um Beute zu haben. Und immer ein Fünftel der Beute ging an Muhammad. Was ist das? Also guck mal, also mich interessiert eine Sache. Also wenn ein Teil, guck mal, wenn ein Teil der Beute immer an Mohammeds, sagen wir mal, Tasche geht, die Frage ist, einer, der ja Gott ergeben ist, warum möchte er, ich verstehe das nicht, das ist lies es doch, warte ganz kurz, Leute, ganz kurz, Leute. Lies es doch. Du erzählst so viel Müll und du hörst auch, was ich sage. Lies es doch. Lies es doch, du hörst ganz gut zu. Du erzählst so viel Müll, das ist unglaublich. Höre dir erstmal meine Nachricht in Instagram an, was ich dir zu sagen habe, bevor du irgendwelche schlechte Nachrichten verbreitest, weil hier sind Leute, wir reden über ganz schöne Dinge, auch normal, auch kritische Dinge, aber erzähl nicht so einen Käse, Mann. Jetzt könnt ihr euch weiter unterhalten. Ich will dich nur kurz was fragen. Wenn ich sage, vielleicht gehe ich heute mit meiner Freundin was essen, bin ich mir dann sicher oder eher unsicher? Unsicher. Okay. Allah sagt in Sure 4, Vers 99, vielleicht vergebe ich euch die Sünden. Also ist er sich unsicher, oder? Nein, der ist sich absolut nicht unsicher, sondern das ist halt einfach auch die ungefähre Übersetzung. Ne? Vielleicht wurde das wortwörtlich vom Arabischen so übersetzt, aber vielleicht bedeutet ja vielleicht was ganz anderes in Arabisch. Das muss man ja auch verstehen. Ne? Was ist mit diesem vielleicht gemeint? Ja, aber das 1:1 übersetzt?
Eins zu eins kann man vieles übersetzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Deutsch nehme, ne, und sagen wir mal, ich nehme dieses Wortlauf, schlag die Seite 16 auf und das übersetzt dann einer in eine andere Japanische oder was weiß ich Sprache, dann denken die, die sollen das Buch schlagen. Kann Ja, ja aber auch es so. kommt ja Also, immer wieder vor, ne? Dass er sich unsicher ist. Zum ne, Beispiel als das ist, ich habe es Justus. dir erklärt. Also Allah Ja, ist ja. sich nichts unsicher, er ist allwissend. Ja, aber er sagt ja selber in Sure 4, Vers 99. Ja, Dann wie sagt er gesagt, auch, dass er etwas fürchtet. Er das ist fürchtet ja, also, das ist dass ja, das sich. ist ja die deutsche Sprache, Bro. Also fürchtet hört sich bei uns krass an. Also wie kann Allah irgendwas befürchten? Wie kann er Kannst du vielleicht sein? Arabisch? Ne, leider kann ich nicht so gut. Ich habe halt diesen Privileg, dass ich den Koran auf Türkisch oder auf Deutsch lesen kann und vergleichen kann. Und wenn ich die beiden Sprachen miteinander vergleiche, sehe ich schon da gravierende Unterschiede. Ne? Man darf halt nicht vergessen, dass das immer die ungefähre Übersetzung ist. Man muss halt fair Okay. sein. Und wegen Ja, der aber es kommt Kriegsbeute, sehr was du öfters gesagt vor, hast, dass er die 50% ging Zukunft an nicht Mohammed, ne? weiß. Ja. Aber ich würde nicht, dass wir springen. Du hast ja eben gesagt, dass 50% immer an Mohammed ging. Das stimmt nicht, weil wenn du im Sure Enfal war das, glaube ich, gewesen, aufschlägst, da sagt ja Allah, die Kriegsbeute obliegt Allah und seinen Gesandten. Und später im Versen Ja, erklärt er, also. wie vielte geht an den, wie vielte gehen an Weise, wie vielte. Also dann kommt die Aufteilung und da ist nicht 50%. Ja, ganz Kannst du kurz, in der im Koran? wenn du die 16 Privilegien von Mohammed kennst, dann sieht das aber wieder ganz anders aus. Das heißt, wenn ich jetzt Beute mache von 10 Kamelen, dann kriegt Mohammed 5 Stück ab und ich mit meinen Sahaba kann mir diese 5 aufteilen. So ist Wo ist das. denn die Quelle, Bro? So kenne ich das nicht. Also ich kenne Gib das nicht so, einfach bin ich auch ganz ehrlich. die 16 Privilegien von Mohammed ein. Die findest du in jeder Okay, Seite. Aber ganz aber was kurz. soll ich dann jetzt glauben, Bro? Soll ich jetzt das glauben oder soll ich glauben, was im Koran steht? Weißt du, was ich meine? Nee, du kannst Was auch soll ich aber nehmen? die Hadithen und die Tafsire, du musst es ja nehmen, um das ja zu verstehen. Ja, also in Aber wer sagt, Hadith, weil wenn den wer haben. die Hadithen ja ablehnt quasi, der ist ja raus aus dem Koran. Ja. Also Wer der ist ja sagt das raus aus denn, dem Bro? Islam. Nein, aber wer sagt das denn, dass das so ist? Die Sunna Also gibt. funktioniert nicht ohne den Koran und der Koran funktioniert nicht ohne der Sunna. So sieht's Okay, aus. das ist ja eure Aussagung, ne? Nee, Aber das ist wer so. sagt das? Nein, das ist Ja, du so. sagst ja, Das ist guck so. mal, ihr sagt ja, das meine ich, ihr sagt, das ist so. Aber warum ist das für mich nicht so? Für mich Ja, dann spielt guck halt mal, die Rolle, dann was bist mein du. Schöpfer sagt. Du bist Das ein meine ich. Koranit. Du Ich weißt bin nicht, ein wie man sich Muslim. kleidet als Muslim. Du weißt nicht, wie man sich wäscht als Muslim. Du weißt nicht, wer Abu Lahab ist. Du weißt nicht, wer Zayd ist. Du kennst die Geschichte von Zayd nicht. Ja, wo willst du ihn herholen? Bro, guck mal, wenn ich in Yaumul Qiyamah vor Allah stehe, meinst du wirklich, dass Allah mich fragen wird, was nach dem Tod Ich von werde Mohammed geschehen demnächst ist Christian oder wer Prince Ebu mal Leheb war? angucken, Leute. Danke. Christian Prince, Julia, danke. Danke an die Community. Christian Prince. Der Das haben mir Name viele gesagt. Qiyama Ich ist, muss es mir mal angucken. wenn der jüngste Tag ist, gibt es eine Überlieferung bei euch. Ihr wisst, wie Allah aussieht. Weil Allah kommt zum jüngsten Tag, der wird seinen Ort ändern und sein Bild verändern und die Gläubigen wissen, wie Allah aussieht. Also musst du als Gläubiger wissen, wie Allah aussieht. Aber du sagst ja, das ist eine Überlieferung. Und ich habe ja eben gesagt, für mich spielt Sahih. nur eine Rolle, was Allah selber sagt. Und ich nehme ja das, was mein Schöpfer mir Ja, sagt. Ich bin okay. jetzt halt, also ich will eine Sache klarstellen, nicht damit man mich missversteht. Ich bin kein Hadith-Bekämpfer oder ich bin auch kein Nein, absoluter nein. Hadith-Leugner, aber ich folge auch den Hadithen nicht blind und ich tue die Hadithe auch nicht auf dem gleichen Level wie der Koran. Ich sage, es gibt Hadithe, die kann man nehmen, wenn die den Koran nicht widersprechen. Aber wenn ein Hadith den Koran widerspricht, wie du eben gesagt hast, diese 16 Dinger, Doch, die sind 50% doch. Mohammed, das widerspricht dem Koran, dann nehme ich das nicht. Nee, das Dann hat das widerspricht für gar mich nicht keine dem Relevanz. Koran. Weißt du warum? Weil Natürlich, das ich habe beste Vorbild für euch ist Mohammed. Also musst du ja, gucken, das aber Leben von es Mohammed. wieder, Bro, aber es widerspricht ja diese Sura Enfal, wo Allah über die Kriegsbeute redet und über die Aufteilung detailliert eingeht. Da steht nichts von 50% an Mohammed und 50% an die Sahaba. Ja, Kannst du wenn du lesen, mal die Sura? Also, das Leben von Mohammed anguckst, dann wirst du sehen, was da alles rauskommt. ja, wenn ich mir das Leben angucke, wer hat diese Leben Und du geschrieben? kannst. So, wer ist der Autor? Wie, wer ist der Autor? Guck Seine mal, der Sahaba hat Autor. überliefert. Der Autor zum Beispiel, die meisten Überlieferungen sind von Abu Huraira, Ibn Abbas und Aisha. Wer sind denn diese Du drei siehst aus Personen? wie ein Celebrity.
Bro, guck mal, also der Autor zum Beispiel von dem Koran ist ja Allah selber. Mohammed war der Verkünder der Offenbarung. Er hat das selber nicht erdichtet oder überlegt für mich, laut meiner Verständnis. Deswegen nehme ich ja den Koran, weil der Autor mein Schöpfer ist. Da habe ich auch keinen Zweifel oder kein schlechtes Gefühl. Aber wenn jetzt einer kommt und sagt, ich heiße so und so und ich habe gesehen, dass der Prophet so und so gemacht, dann Ja, aber hinterfrage ich das. ich frage mich, wenn du einen Vers nicht verstehst, wie legst du den in dein Haus? Der Koran erklärt sich ja mit sich selber so. Kann Nee, sein, dass ich einen Vers habe. Bruder, du brauchst die Hadithe. Oh, Alter, was erzählst du? erklär mir Nein, dann nein, nein. Sure. Aber dann habe ich eine Frage. Wartet mal, bitte, Warte bitte, mal, bitte. warte mal. Na, bitte, Wenn bitte. du Ich sagst, will diese Frage stellen, wenn ihr das so sagt. Bitte. Habt ihr den Koran selber gelesen von Anfang bis Ende? Also ich habe einen Teil auf Doch. jeden Fall gelesen und ich habe gemerkt, du brauchst Hadithe, um das zu verstehen. Okay, das ist eure Auslegung. Ich brauche die Hadithe zum Beispiel nicht. Alhamdulillah, Gott sei Dank. Brauche ich Ja, nicht. aber schau Ich mal, brauche auch dann keine verstehst du den Ziele. Koran nicht. Aber schau mal, wenn du jetzt zum Dann Beispiel verstehst du sagst, den du. Koran nicht, weil Ja. Sure Ja. 25 Vers. Die Tafsire übrigens, ja. Ja, also wie gesagt, so ich brauche die Tafsire, Alhamdulillah nicht. Ich brauche auch die Erklärungen, Bis zu weil 20 legst du weil da. Allah sagt doch selber im Koran, uns obliegt es, ihn klar darzustellen. Also Allah ist derselbe, Okay, das der heißt Tafsir also, du darüber macht. lehnst die Hadithe und Tafsire ab, wie es aussieht. So höre ich das raus. Die sind halt für mich nicht der gleiche Maßstab wie der Koran, aber natürlich kann es Hadithe geben, die ich nehme, natürlich, wenn sie den Koran nicht widersprechen, wie gesagt. Alter, soll ich ganz ehrlich sein, Bruder? Also jetzt mal ernst, das sind für Ja. mich Hieroglyphen. Ich sag dir ganz ehrlich, das sind Hieroglyphen. Was denn? Also, man braucht Tafsire, dann braucht man sie doch nicht und ich weiß auch nicht. Ich Nein, nein, ich weiß sag ja, man braucht sie nicht, aber wenn jetzt zum Beispiel einer kommt und zeigt mir ein Hadith, wo zum Beispiel Prophet explizit die Sure Fatiha erklärt und er sagt zum Beispiel, Malik bedeutet der Herrscher, der König, der geht ausführlich darauf ein, soll ich diese Hadith dann ablehnen? Wenn er genau eine Sache erklärt, was nicht der Koran widerspricht, das ist damit gemeint. Aber wenn jetzt einer kommt und sagt, so Pädophilie ist im Islam erlaubt, man kann Kinderehen führen oder Schenkel irgendwas, wo Ja, steht in ich nenne Sure keine Sekten, 65, ne? Vers 4. Ich nenne jetzt keine So, Gruppierungen, aber wenn warte man mal. sagt, Entschuldigung, dass ich das sage, so Schenkel, Sex mit Babys oder andere Sachen Ja, oder das bei kleine, Imam Khomeini sowas ist lehne das. ich ab. Sowas lehne ich halt einfach ab, so, weil das nicht dem vom Koran Okay, sagt, testet ihn. aber was ist dann mit, ja, dann würdest du, ja, egal, das ist dann wieder so ein Thema für sich, wenn ich jetzt sage Aisha, Mohammed, aber ja. Ja, aber Ja, wie schau mal, gesagt, wie kannst du, guck mal. Guck mal, du es kannst steht doch sogar Sahih, in Sura. Ja, red. Hadithe nicht wegsprechen. Die musst du akzeptieren. Du kannst Ja. Hassan, kannst du drüber streiten. Die sind aber, du kannst über Daif streiten. Ja, vielleicht ist nicht, vielleicht ist doch. Aber Sahih, da geht kein Weg dran Aber die vorbei. Die Frage musst du ist, akzeptieren. etwas abzulehnen, was sowieso da ist, das ist doch schon fragwürdig. Ah, Hassan, ah, nee, das nehme ich nicht an. Das ist ein Schwa Das ist schon fragwürdig. Also da, ja, ich weiß auch nicht. I Okay, don't know. darf ich eine Sache erklären von einem Sahih-Hadith, was ich weiß? Man kann mich natürlich korrigieren, wenn das, falls das nicht Sahih sein sollte. Aber soweit ich weiß, ist diese Hadith in Bukhari. Ich erkläre euch diese Hadith, aber ich bin einer, der das ablehnt. Da geht es darum, um die Himmelsfahrt, wo Rasulullah mit Allah redet, dann wieder zurückkehren will. Moses sieht, Moses sagt zu ihm, was habt ihr besprochen? Dann sagt er, ja, ich soll meiner Umma sagen, die sollen 50 Mal am Tag beten. Oh Gott, oh je, geh wieder zu Allah und verhandle mit denen. Er verhandelt so lange mit Allah, bis er irgendwann die 5 Gebete bekommt. Und dann sagt er, jetzt schäme ich mich aber mit Allah noch zu verhandeln. Das ist ein Hadith, die ist bei vielen Sahih, aber ich lehne die ab. Ganz einfach. Weil Allah weiß, was er will, und wenn Allah was sagt, dann kommt kein Ach Komma, ja, sondern das. Punkt. Ja, die Frage ist aber nur, warum gibt es denn die Sahih-Hadithen überhaupt? Wer hat die denn dann überhaupt ins Leben gerufen? Wenn du sagst, ich akzeptiere nur Sahih-Hadithen, die sich mit dem Koran decken, dann betreibst du ja Rosinenpickerei. Dann ist das ja so, aha, das passt mir, das nehme ich, das andere nicht. Wer hat denn die Nein, Hadithen nein, 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 geschrieben? so ist das Das hier waren nicht das. gemeint. Ich stelle das nochmal klar. Ich brauche kein Hadith. Okay. Ich brauche Du überhaupt brauchst kein keinen. Hadith. Ich brauche Okay. überhaupt. Aber wenn ein Hadith kommt, der den Koran nicht gegen den Koran schießt, dann rede ich auch nicht gegen diese Hadith. So ist das gemeint. Nicht, das ist nicht Rosinenpicken. Man kann ja mit der Religion nicht spielen. Ja, woher Ja klar, weißt du aber denn, die was Frage Haram ist und Halal trotzdem, ist? warum gibt es dann die Hadithen? Wer hat die Hadithen überhaupt verfasst und ins Leben gerufen?
Das heißt ja, meine Theorie, ich kann nur meine Theorie sagen, dass es halt einfach Zwietracht und Spaltung in die Religion zu bringen. Die einen haben solche Hadithe, die anderen haben andere Lehren, die anderen haben andere Gelehrte. Das bringt doch nur Spaltung in die Umma, sieht man doch auch. Aber wenn dann haben aber Muslime die Spaltung gebracht, sonst niemand anders. Dann waren das aber eure Muslime, die die Spaltung gebracht haben. Guck mal, liebe Schwester, aber diese Spaltung sehe ich überall. Das ist jetzt nicht nur auf Islam beschränkt, das sehe ich auch im Christentum, im Judentum, unter Ungläubigen gibt es Spaltung. In der Gesellschaft, auf der Erde, auf die Welt, Menschheit hat eine Spaltung. Und diese Spaltung gibt es halt nun mal überall. Das kann man nicht leugnen, wenn man ehrlich ist. Ja, ja, nur die Frage ist, warum gibt es die Sarichaditen überhaupt? Warum gibt es die? Du glaubst nur an den Koran. Den Koran kann man aber nicht hundertprozentig verstehen, weil es steht ja auch in einer Sure drin, dass es zweideutige Verse gibt. Woher willst du wissen, dass du fünfmal am Tag beten musst? Nein, nein, das steht nicht mehrdeutig oder so, da steht ähnliche. In diesem Vers steht, es gibt eindeutige Verse und ähnliche Verse. Also Verse, die diese Vers dann erklären. Das meinte ich ja, der Koran erklärt sich mit sich selber. Wenn du mir einen Vers bringst und sagst zu mir, bring die Ungläubigen um, wo du immer auch sie findest, und ich sage ja und Amen und bring die Ungläubigen um, habe ich dann Gottes Befehl ausgeführt oder habe ich dann einfach nur so Hörensagen gemacht? Das ist das, weil Allah sagt im Koran immer, wollt ihr denn nicht verstehen? Wollt ihr denn nicht euer Verstand benutzen? Ja. Deswegen sind wir dazu angehalten, zu forschen, auch zu lernen, zu begreifen, was will denn Allah von kannst mir? Übergebe ich den anderen das Wort wieder. Ich will gar nicht so lange. Kannst du mir dann nur erklären, Sure 4, Vers 24, was rechte Hand bedeutet? Rechte Hand bedeutet laut meinem Verständnis. Ich rede gerade von dem einen Vers, wo er gesagt hat, er hat zwei rechte Hände und das. Nein, das ist nicht das. Viele deuten das ja auf Sklavinnen, aber damit ist halt gemeint, was ihr an Verträgen in der Hand habt. Also zum Beispiel, ich gebe dir ein Beispiel, ich habe zu der Zeit vom Prophet gelebt und ich hatte damals einfach 20 Frauen, weil ich wohlhabend war. Auf einmal kommt der Islam und sagt mir, gib mir eine Einschränkung von 4 Frauen höchstens. Darf ich weiter ausführen, bitte? Dann heißt es für mich, was in der Vergangenheit liegt, was ich in meiner Hand schon habe, das kann ich dann auch behalten. Das muss ich nicht annullieren oder anpassen oder wegmachen. Das Vergangene ist vergangen, aber ich muss mich ab jetzt an die Richtlinie halten. Das ist damit gemeint, laut meinem Verständnis. Was meine Rechte besitzt, was meine Hand besitzt, die Verträge, die Eide. Das sind Sexsklavinnen, die heißen Jaria. Ja, richtig. Und das wird dir so ausgelegt und stimmt manchmal auch mit Rechte, hat man ja auch mal, Sklavinnen. Wenn Qurtubi und Ibn Kathir und Tabari sagen, dass das so ist, dann kannst du doch nicht gegensprechen. Das sind die Ausleger vom Koran. Bro, du kannst ja nicht das einfach darauf beschränken. In manchen Versen kann damit sein, dass wirklich Sklaven damit gemeint ist. Bruder, jetzt so wie ich das verstehe, also du bist Koranit, richtig? So höre ich das jetzt raus. Ich nenne mich immer Muslim, so wie Allah uns im Koran benannt hat. Okay. Also er nennt uns ja Muslim, Gott ergeben. Aber du lehnst Hochgelehrten ab, die eigentlich da ein großes... Du lehnst die ab? Aber Bro, das sind doch auch Menschen, die haben ihre eigene Verständnis von der Religion. Weißt du, was ich meine? Ich respektiere ich respektiere die Gelehrten. Die haben das so gelernt, das ist deren Islamverständnis. Aber ich versuche ja Allahs Sunna zu folgen. Sunnatullah nenne ich das. Weil Allah sagt ja auch zum Propheten im Koran, in Suratul Ali Imran, folgt dem Weg Abrahams, der Allah nichts beigesellt hat, der Hanif, der keine Beigesellung getrieben hat. Diesen Weg ist der Prophet gegangen. Also wenn ich jetzt irgendjemanden sehe, der hier droht, hier im Chat, ich sehe hier gerade, dass hier gedroht wird, glaube ich, hier schreibt jemand vom Drohen und so, keine Drohungen, so egal, laufen uns Stuttgart Ost nochmal über den Weg, dann reden wir so über Islam. Wer ist das nochmal? Zakaria. Alles klar, gut, Angebot angenommen. Du kannst mir eine Privatnachricht schicken, das ist gar kein Problem. Sogar jetzt habe ich kein Problem damit. Wenn du in Stuttgart dich befindest, dann kannst du mir jetzt schreiben, ich mache den Stream aus. Nein, nein, nicht sperren. Sperrt ihn nicht. Der soll mir jetzt eine Nachricht schreiben. Ich reagiere sofort auf die Nachricht. Wenn das stimmt, was er schreibt, jetzt. Ich mache sofort den Stream aus, steige ins Auto ein und komme sofort da, wo du bist. No problem. Also, let's go. Ihr könnt weiterreden. Bruder, egal, ja, entspann dich einfach. Nein. Das sind Leute, die reden, aber handeln nicht. Ja, ich weiß, das hat so einen großen Mund. So einen großen Mund. So einen großen Mund. Dem muss man ruhig stellen.
Sofort sogar. Was hat er denn geschrieben? Ich habe es gar nicht mitbekommen. Nein, nein, er soll eine Nachricht schreiben. Ich steige jetzt sofort in mein Auto ein. Sag mir, wo in Ost ich komme, sofort. Ich bin 10 Minuten davon entfernt. Sofort. Habe ich kein Problem damit. Internet, Rambos, die machen da. Genau, gestern und auch. Jetzt mache ich das aber öffentlich. Ich steige sofort in meinem Auto. Du sagst mir, wo du bist. Ich komme sofort hin. Und ich starte sogar eine Live-Session hier. Habe ich kein Problem damit. Ich kriege dein Herz, aber die werden sowieso nichts sagen. Und selbst wenn die dir eine Adresse geben, erscheinen die sowieso nicht. Weißt du, was ich meine? Ich würde sowas einfach ignorieren, so, keine Ahnung. Ja, aber nicht sowas schreiben wie, ah, wenn ich dich in Ostsee. Nein, nein, nicht stumm schalten. Schalte die nicht stumm. Aufgehoben, nicht stumm schalten. Sofort eine Nachricht schreiben, wo ich mach sofort den Livestream aus, ich komme dahin. Jederzeit, habe ich kein Problem damit. Okay, ihr könnt weiterreden. Sorry, es tut mir nochmal leid. Ja, alles gut, Bro, alles gut. Ja. Wo waren wir denn aber stehen geblieben? Ja, mit rechter Hand. Da hast du ja gesagt, hast du ja was ganz anderes gesagt. Rechte Hand ist eindeutig, das sind Sklavinnen. Und das kannst du auch aus der Hadith, als sage ich Hadith, sondern Abidawu zum Beispiel 2155, wo genau erklärt wird, wie dieser Vers zustande kam. Da geht es nämlich um die Schlacht in Avtas, also Atwas. Leute, ganz kurz. Ja. Bitte nicht den Lil J blockieren. Also wer ihn auch geblockt hat, Lil J ist vollkommen okay, ne? Warum wurde ich blockiert? Block bitte den Lil J nicht. Der ist ganz okay. Der ist cool. Ja, liebe Schwester, guck mal. Lil J. Du sagst ja selber so, die Hadithe legen das so aus, okay. Und die erklären das so und so. Das ist ja das genau, was ich meine. Also wenn man in manchen gewissen Sekten in Islam schaut, dann ist die Religion nach Gelüsten aufgebaut. So immer nach den Männern, Sexsklavinnen, 4 Frauen heiraten. Selbst die 4 Frauen heiraten ist an Bedingungen beknüpft. Du kannst nicht willkürlich einfach 4 Frauen heiraten. Allah sagt in dem Vers, und wenn ihr befürchtet, wegen den Weisen, so heiratet 2, 3, 4, nicht einfach so Freestyle. Was ist denn damit genau gemeint? Das meine ich. Aber die Menschen nehmen dann nur das, was da steht. Nimm 2, 3, 4 Frauen, okay, dann mache ich das. Aber Allah stellt dir eine Bedingung dar, das meine ich. Man muss halt einfach ehrlich in der Religion sein, einfach nur ehrlich. Das geht genau auch zu diesem Vers, wo man sagt, so, man soll die Frau schlagen. Erstmal redest du mit ihr, dann trennst du die Betten und dann schlagen oder was? Ich bitte dich. Also da ist auch nicht schlagen gemeint, da ist dann gemeint, dann trennt euch endgültig, weil in der Folge wird das ja erklärt. Da muss ich dich jetzt unterbrechen. Da muss ich dich unterbrechen, weil das ist auch kein Angriff an dich. Ja? Ganz kurz, Lena. An die Community, ich lese die Chats mit. Vielen, vielen Dank, ne, für die Liebe, die ihr mir hier schenkt. Und Leute, ich sag euch eins, fühlt euch alle hier drinnen gedrückt. Ich liebe euch. Durch euch schaffen wir das hier drinnen. Ne? Und wirklich, Leute, ich sag's nochmal. Liebe geht raus an jede Nationalität hier drinnen, Leute. I love you guys. Merkt euch das. Jetzt könnt ihr weiterreden. Weil es steht ja wirklich eindeutig im Koran, dann schlagt sie. Was ich halt immer nur witzig finde, es steht eindeutig, schlagt sie. Da versuchen dann Muslime immer auf Biegen und Brechen das Wort zu verdrehen und das ist nicht schlagen gemeint und das ist nicht das. Es steht eindeutig drin. Wenn es aber um die Bibel geht, da verstehen Muslime keine Gleichnisse, da wird alles wortwörtlich genommen. Wortwörtlich wird genommen. Nein, Schwester, aber guck mal, ich kann von mir reden. Schwester, guck mal, ich respektiere die Bibel und ich bin nicht so. Also man sollte ja nicht verallgemeinern. Vielleicht hast du wirklich bis jetzt nur Muslime kennengelernt, die so vorgegangen sind. Aber wie schon auch der Bruder, der Horst, gesagt hat, man muss in der Religion einfach wahrhaftig und ehrlich sein. Und ich bin keiner, der die Christen angreift wegen irgendwelche Verse, die man vielleicht so anders zu verstehen hat, habe ich hier eben auch gesagt. Und in diesem Vers steht auch das Wort Wurzel schlagen, Daraba. Aber das kommt ja im Koran in verschiedenen Stellen vor. Das kommt 58 Mal diese Wortlauf vor. Und in manchen Stellen bedeutet das auch was ganz anderes als schlagen. Das ist damit gemeint. Man muss halt einfach ehrlich sein. Und wenn, sagen wir mal, alle Muslime schlagen verstehen, aber ich verstehe anders, dann bin ich immer noch ein Muslim, der das anders versteht von Allah. Weil das würde für mich. Ja, dann ist aber der Koran dann doch nicht. Warte mal, dann ist doch der Koran doch nicht so klar, wie du sagst. Dass der Koran selbstverstehend ist, wenn du selber sagst, dass der eine das so versteht. Weil wenn Schlagen steht, ist Schlagen.
Ja, aber das erklärt ja der Koran auch selber. Der Koran sagt in Suratul Ali Imran, das ist die dritte Sure, Vers 7, es gibt Verse, die eindeutig sind und es gibt Verse, die ähnlich sind. Die Menschen, die Krankheiten im Herzen haben, beschäftigen sich mit den ähnlichen aus Zwietracht und sie spielen mit den Versen. Aber diejenigen, die ehrlich sind in der Religion, die wissen, dass Allah alles weiß, die halt fundierendes Wissen haben. Sie haben halt darüber Wissen erlangt. Ne? Wenn ich jetzt nach meinen Gelüsten gehen würde, ne, dann würde ich immer das rauspicken, was mir gefällt, als Mann, was mir Vorteile erschafft. Ich darf die Frau schlagen, ich darf vier Frauen heiraten, ich darf dies machen, das machen. Ich würde mir nur, wirklich nur die Rosinen picken, aber ich muss hier gegenüber Allah ehrlich sein. Ich muss mich hier irgendwann gegenüber ihn rechtfertigen. Wenn ich ehrlich, egal welcher Mensch, wenn ein Mensch ehrlich an die Koran-Sache rangeht, dann wird er auch die Wahrheit erkennen. Aber wenn einer da Unglaube sucht, dann wird er nur Unglaube finden. Wenn er da die Hölle sucht, dann wird er nur Hölle rauslesen. Wenn er da nur Mord und Totschlag sucht, dann wird er nur Mord und Totschlag rauslesen. Das ist auch ein Phänomen vom Koran. Aber Leute, ganz kurz, eine Sache muss ich ansprechen. Das bewundere ich so enorm. Der Moslem, der Bruder hier, habt ihr gemerkt, wie respektvoll der ist? Bitte an die ganze Community, bitte gibt dem Bruder bitte einen Daumen hoch. Wirklich Respekt. Er ist respektvoll, Leute. Gibt ihm einen Daumen hoch. Zeigt ihm ein bisschen Liebe. Einfach nur einen Daumen hoch, damit er weiß, dass wir ihn auch lieben. Daumen hoch, Leute. Dankeschön. Einmal. Einmal, Leute. Daumen hoch. Dankeschön. Dankeschön, Leute. Danke, 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 danke. Und das Wirklich, kann ich einfach nur einen Daumen hoch, zurückgeben. das reicht schon. Danke, Leute. Ihr seid auch sehr korrekt, wirklich. Also Das ist kann ich nur wichtig. zurückgeben. Kann ich auch behaupten, natürlich. Animo schreibt, ich Flexer. mag ihn nicht. Ich mag dich auch nicht, Bro. Oh Mann, ey, Scheiße. Animo. Nein. Oh Also je. ich möchte auch nicht, dass man mich falsch versteht. Ich werde auch niemals respektlos sein, wenn ich bin halt immer eine, die auf Fakten hört und nicht auf Philosophie. Und ich bin immer eine, die da steht Schlagen drin. Und ne, also und dann sehe ich auch Schlagen, was anderes nicht. Also es kann noch jemand so nett sein, aber ich bin eine, die bleibt bei Fakten und nicht bei Verdrehungen. Und das ist jetzt keine Unterstellung. Du bist Nein, sehr nein, nein, respektvoll, nein. ne, Das ist auch und alles wirklich gut. sehr nett. Und ich will dich auch nie persönlich angreifen, gar nicht. Es hat mit dir als Person gar nichts zu tun. Das will ich nur klarstellen. Wenn ich ein bisschen härter rede oder so, weil ich sage, ein klarer Kopf redet klar. Und ich rede immer Ja. sehr, sehr klar, was aber kein persönlicher Angriff an dich sein soll. Nein, Nur nein, zum das ist ja sehr Verständnis. respektvoll, wirklich. Also ich nehme das auch nicht falsch wahr. Sehr Nur, wie schön. gesagt, so, wenn ich jetzt irgendwas verdrehen würde, ne, sagen wir mal, ich gehe da so vor, weil es mir so nicht in die Quere passt mit Schlagen. Nichtsdestotrotz muss ich am Ende des Tages mich vor Allah rechtfertigen. Also ich muss ihm dann erklären, warum ich das dann so verdreht habe. Und die Sache ist, wenn du dann diesen Vers danach nimmst, das erklärt ja den Vorvers, da sagt Allah, und wenn ihr seht, dass die Parteien sich versöhnen könnten, dann, so sollen sie von beiden Familien Schiedsrichter nehmen, sich zusammentun und versuchen, die Ehe nochmal zu retten. Das würde ja überhaupt keinen Sinn ergeben. Guck mal, du bist selber eine Frau. Wenn dich ein Mann schlägt, steht da für dich eine, hat der nicht deine Würde verletzt als Frau? Würde da für dich eine Chance bestehen, dass du dich wieder mit diesem Menschen versöhnen könntest? Das ergibt Nein, für mich natürlich überhaupt keinen nicht. Sinn. Nein, natürlich nicht. Deswegen sage ich dir ganz ehrlich, würde ich niemals im Leben Muslima werden, weil du legst es so aus, aber ich gehe nach dem, was im Koran steht. Und im Koran steht eindeutig, meidet sie im Ehebett und schlagt sie. Und Darf da ich kurz gibt es was nichts zu dazu? rütteln. Darf ich da was sagen? Ja. Ich mag den Koran auf Deutsch nicht, der ist Koranid, ich liebe ihn. Flexi, wir gehen Kaffee trinken und machen zusammen live. Ey, das machen wir. Ja, Da ich du bin schon in gesagt hast, Stuttgart. dass du in Stuttgart bist, genau perfekt. Ich bin immer in Stuttgart, ich bin doch Stuttgarter. Ja, ich Bin auch. doch. Ich bin noch ein blöder Schwabe. Ja, Quatsch, Quatsch. Ja, wo in Stuttgart, welche Gegend? In der Nähe. Ich komme, wir treffen uns mal Stadt oder so, trinken mal einen Kaffee und machen zusammen live. Weißt du was? Das Ja. können wir von mir aus, wenn du willst, sogar morgen machen. Wir können morgen Kaffee trinken, wenn du Bock hast. Ja, kein Problem. Mittags. Okay, Schreib mir cool. privat, ich gebe dir meine Nummer, auch kein Problem. Okay, perfekt, cool. Machen wir Ich bin so. dabei. Ich bin Ja, dabei. kein Problem, warum nicht? Und dann machen wir live. Okay. Und dann lese ich dir wieder was von der Bibel. Kein Problem. Kein Ich Problem. liebe dich. Ich gehe wieder runter. Ich wollte nur Alles dazwischen gut, kurz. alles gut, Ciao, alles gut. ciao, Gottes Junge. Segen. Gottes Segen. Ciao. Gottes Segen, Gottes Segen.
Ganz kurz, Milena, sorry, wenn wir dich unterbrochen, ich wollte unterbrechen haben, alles unterbrochen. Gut. Alles gut. An den Mohammed, mein ja. Lieber, Gottes Segen, was können wir denn für dich tun, mein Lieber? Ja, Gottes Segen, ja. Nur eine Sache, ich habe irgendwie gemerkt, da sind so viele Sachen, die werden einfach rumgeschmissen hier, ohne Beweise. Und das finde ich schon traurig, dass man immer mit zwei Schalen da wiegt, das geht gar nicht. Ja. Okay, erstmal, mein Bruder, um was geht's denn? Was hat dich denn ja, gestimmt? Genau. Die Themen, die Frau zum Beispiel, die hat eine Frage nach der anderen, einfach schießen. Und als Beispiel, ich sag dir ein paar Sachen zum Beispiel. Ja. Die fangen erstmal mit Beute, also wenn jetzt Kriege da stattfinden, da wird irgendwie gebeutet, der eine, der runter schon, der meinte irgendwie, der Prophet hat ihn für sich und der Prophet hatte nie was für sich. Okay, aber dieses Thema ist ja schon längst vorbei, das ist ja schon... Ja, aber du kannst nicht einfach so irgendwie an Seite, das geht ja nicht. Und die meinte auch erstens über die Sklaverei. Sklaverei gibt's in Bibel ohne Ende. Lass mich erklären, bitte. Sei nett, bitte. Lass mich ausreden, ja? So. Okay. Wir bleiben alle so cool und ist Koran immer super. So. Eine Sache, guck mal, die hat ja so viele Sachen reingeschmissen, Prophet geschossen ohne Ende. Die Melina kenne ich in anderen Stream, die ist nur am Hetzen gegen die Muslime. Nein, das weiß ich nicht. Aber ich kenne die. Dich kennt man auch. Du bist, du, wenn dein Maschinengewehr anmachst, und Philosophien anfängst, ja? Ja, okay. Also wirklich, guck mal, was du behauptet hast. Wer weiß denn hier, wo ich gelogen habe? Ich komme nur mit Fakten. Ja, lass mich ausreden. Du hast die. Ich hab ihn runtergesetzt, weil das Ding ist, Ich habe keine Lust, dass meine Schwester Milena sauer wird. Ich bin neutral, aber er fängt ein Thema an, was ja schon längst tot ist. Und deswegen musste ich ihn kurz nach unten katapultieren. Es tut mir mega leid, aber dieses Thema ist schon vorbei. Ja, und es geht jetzt um was anderes. Und das ist ja schon geklärt. Also diese Streitereien bringen jetzt auch nichts. Nee, Flexer, ne? Weißt du was? Flexer, ich kenne ihn. Ich kenne ihn noch. Da hat er mich noch nicht gekannt. Da habe ich ein bisschen... Also ziemlich zu Anfangs meiner TikTok-Zeit war ich mal bei ihm im Stream. Der hat mir von oben bis unten Geschichten erzählt, ohne Quellen. Er bringt nie Quellen. Und wenn man Quellen bringt, ich bringe immer Quellen, das hast du selber auch gemerkt, dann heißt es, ich bin eine Hetzerin. Entweder wollen die uns täuschen, Takir und täuschen, ja, oder ich komme angeblich mit halben Sachen. Nein, ich bringe immer Quellen und frage dann auch. Aber das mögen Muslime nicht. Muslime mögen keine Fakten. Und scheinbar ist deren Koran so schwach, dass sie immer wieder auf die Bibel gehen. Sie gehen immer wieder auf die Bibel. Können sie nicht einmal ihren Koran verteidigen? Das ist das. Ja, das ist schwierig, ja. Das ist ein bisschen schwierig. Das Ding ist, ich versuch's ja irgendwie jedem recht zu machen. Ne? Du siehst ja, ich habe ihn hochgelassen, alles schön und gut. Aber es ist manchmal schwierig, ne? Es ist nicht so einfach und ja. Aber zum Abschluss kurz, Marvin, ich grüße dich, aber Leute, ich muss euch nur eine kurze Info geben. Ich mache jetzt eine kleine Pause, ich muss das Handy laden. Weil Akku ist jetzt auch bald tot, bin ich ganz ehrlich. Und deswegen wird Zeit, dass ich mal ein bisschen laden tue. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, später, Melina, ja, bist du später da? Kannst du mir trotzdem noch eine Minute zum Sprechen geben? Okay. Ja, natürlich. Alles klar. Ich wollte eigentlich noch ein Thema durchgehen, das mit Koran auf Deutsch gesprochen wurde, bezüglich der Bündnisse in Mohammeds Zeit, weil es ist ja das Thema später das machen, Bruder. Okay. Ich zeige euch mal einen Screenshot, wenn ich kann, zu okay. Können wir das später machen? Bündnissen zu tun haben. Also nur kurz. Also ich mach's nicht lange. ich habe nur mir Screenshots von der Bruder Marvin Beste. So, und da steht ja in Musnad Ahmad 17452, schreibt euch das auf, dass man mit jedem Frieden schließen soll, auch wenn er dir vorher Gewalt angetan hat. Da steht, rejoice with whoever cuts you off, give to whoever depresses you and forgive whoever wrongs you. Sogar jeden vergeben soll, der mit jemanden was Falsches angestellt hat.
Und man soll seine Kinder nicht der Perversität übergeben. Das ist auch ein Koranvers. Aja 17,32. So, okay. Das bedeutet, dass sie, wenn sie das machen, ja auch gegen den Koranvers verstoßen würden. Und hier in Musnad Abi Yala Tafsir 4195 steht ja, dass man niemanden betrügen soll oder seine Hand in Dinge legen soll, wo man anderen schadet. Okay. Ja, guck mal, wir werden dieses Thema eröffnen, aber weißt du was, ich würde sogar vorschlagen, wir eröffnen dieses Thema einfach später. Ich wäre dann circa in 3 Stunden wäre ich jetzt erstmal wieder da, weil ich muss eine Pause machen. Die Community will wahrscheinlich auch eine Pause machen an die christlichen Brüder und Geschwister und die Muslime. Ich glaube, alle wollen Pause machen. Und ja, Milena will Pause machen. Brian macht jetzt auch ein bisschen Pause. Und ich mache weiter. Ich bin ja gerade erst reingekommen. Ansonsten auch an die Leute, ich freue mich. Na, später bin ich da. Jetzt machen wir erstmal eine kleine Pause. Fühlt euch alle gut. Ja, wir sehen uns, Brian. Liebe geht raus. Und wie gesagt, Leute, bleibt immer respektvoll. Ist ganz wichtig, ne, Leute? Also, Leute, Lil Jay ja. In the house. Der hat's mir geschickt. Lil Jay, ich weiß, alles gut. Lil also, Jay, Leute, bis später, ne? Ja, bis später. Gottes Segen. Gottes Segen. Ciao, ciao.